Hi, liebe Mann, herzliche Schlagerfans, hier ist eure Vanessa Mai und ich freue mich mega, dass ihr mir ganz viele Fragen gestellt habt und die werde ich euch jetzt beantworten. Es sagt doch immer jeder, vergibt ihr deine Fehler. Ich bin tatsächlich stolz auf mich. Ich glaube, jeder sollte stolz auf sich sein, weil das ist überhaupt nichts Abgehobenes oder Arrogantes, sondern das gehört wirklich dazu, um glücklich zu sein, glaube ich. Ich genieße einfach wahnsinnig jeden Moment und bin einfach glücklich und erfreue mich auch an die kleinen Dinge und deswegen bin ich sehr stolz, dass ich gerade einfach ich bin. 2020 kommt echt viel, also das Album kommt, mein neues für immer. Dann kommt die Tour im Herbst, wo ich euch herzlich einlade, wenn ihr noch kein Ticket habt, dann kommt zu meiner Tour, es wird wirklich ganz, ganz toll. Und dann bin ich selber gespannt, was 2020 noch auf mich zukommt. Ja, also mein Herz schlägt immer Schlager, auf dem Album ist auch mein Herz schlägt Schlager 2.0 drauf, da müsst ihr euch unbedingt anhören. Grundsätzlich schlägt mein Herz aber einfach für Musik und jeder darf das bezeichnen, wie er möchte. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn es Schlager ist und ich freue mich einfach nur, wenn es die Leute berührt, wenn es euch berührt und deswegen, ich fand es noch nie irgendwie blöd, dass ich als Schlagersänger bezeichnen könnte. Ich liebe einfach meine Musik, dass meine Fans die Musik lieben. Also mich macht etwas sehr happy, wenn meine Fans happy sind und selbst wenn ich einen Song noch nicht so auf dem Schirm habe, wenn die Fans den toll finden, dann feiere ich ihn auch wieder. Ich glaube auf jeden Fall daran, dass das Album ein sehr besonderes Album wird und dass ich alles reingegeben habe und ich glaube schon, dass den Fans das gefallen wird, dass euch das gefallen wird. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und natürlich wäre es schön, wenn es ganz, ganz viele Leute erreicht. Aber ich bin jetzt einfach happy, dass es losgeht und dass neue Musik jetzt kommt. Da freue ich mich einfach sehr drauf. Und unverwechselbar, ich weiß nicht, ich glaube, jeder ist unverwechselbar. Jeder Mensch, egal ob in der Öffentlichkeit oder nicht, jeder ist die beste Version, die es von sich gibt. Ich fand Venedig mega. Es war ein ganz, ganz toller Ort. Hat mich sehr geflasht und das hat super viel Spaß gemacht. Und es war ein sehr kleines Team und es war wirklich sehr, sehr, sehr besonders in Venedig. Ich weiß nicht, was du mit Produkten meinst, aber es kommt auf jeden Fall die Fanbox und die CD. Und sonst kommt Merch. Ja, Merch kommt bald ganz, ganz viel. Sogar jetzt zum neuen Album. Ja, liebe Grüße an dieser Stelle an Miguel. Wir haben erst vor ein paar Tagen noch geschrieben und ich verfolge ganz fleißig seine Karriere und bin super stolz auf ihn und ich denke immer noch sehr, sehr gerne an den Moment auf der Bühne zurück. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, mit dem ich nicht klarkomme, glaube ich. Ich bin sehr harmoniebedürftig, deswegen lege ich da immer sehr viel Wert drauf, dass ich mit allen klarkomme. Ich bin 1,63 klein. Viele erschrecken sich immer, wenn sie wissen, wie klein ich wirklich bin. Ja, also irgendwann auf jeden Fall, aber gerade haben wir Icaro, der ist Kind genug und wir haben auch noch viel, viel vor. Deswegen ist es erstmal in der Zukunft noch irgendwann. Auf Tour, also grundsätzlich bin ich, wenn ich auf Tour bin, sehr unter Strom. Deswegen gibt es die Entspannung erst zu Hause und dann putze ich sehr gerne. Ich putze sehr gerne, entspanne dabei sehr, sehr gerne. Ja, ich gehe nochmal in mich und brauche nochmal absolute Ruhe und gehe auch gerne nochmal in die Halle, um ein bisschen die Energie aufzusaugen und das Publikum nochmal ein bisschen zu sehen. Ja, glaubt mir, die vollgeschwitzten Dinger will keiner haben. Tatsächlich habe ich alle Outfits noch bei mir und die halte ich auch in Ehren. Ich habe auch die ersten Klamotten von meinen ersten TV-Auftritten, habe ich alles noch. Und mal gucken, was damit irgendwann passiert. Irgendwas lassen wir uns einfallen, glaube ich. Mal so, mal so. Also auf Tour, klar, gutes Essen ist mir immer sehr wichtig. Wie ihr wisst, ich esse sehr, sehr gerne. Und Energie ist auch wichtig auf Tour. Und sportlich mache ich eigentlich sehr viel alleine Sport. Wenn wir Tänzer dabei haben, tanzen wir halt sehr viel. Und es gibt auch Phasen, wo ich einfach gar nichts mache. Also grundsätzlich glaube ich, dass kein Album sich anhört wie das vorherige. Weil ich finde es sehr, sehr wichtig, sich auszuprobieren und neue Wege zu gehen. Und deswegen überrasche ich gerne auch musikalisch immer mal wieder und mache einfach die Musik, die mir gefällt und die mich berührt und achte da nicht drauf, ob das sich anhört wie das, was man kennt von mir. Ich achte einfach darauf, ob es berührt und mach's einfach. Oh, das war's schon. Puh, das waren viele Fragen. Ich bedanke mich bei euch und hoffe, dass wir uns irgendwo ganz, ganz bald sehen. Vielleicht sogar auf Tour. Ich würde mich sehr freuen und Album kaufen. Es spielt nicht so an, es spielt keine Rolle, wer ich gestern war.